Theorien. Theorien sind etwas unglaublich Interessantes, was man sich damals auf dem Schulhof erzählt hat, wurde irgendwann zu Forendiskussionen und heutzutage findet man auf YouTube so ziemlich alles zum Thema Anime und Theorien. Ich meine, wie viel My Hero Academia Verräter-Theorien werden noch kommen, bis wir die Wahrheit wirklich erfahren? Es gab aber immer einen König bei diesem ganzen Thema Theorien, nämlich Naruto. Ja, die große Naruto-Theorienwelle war längst vor der großen One-Piece-Welle und der deutsche Anime-Raum, jedenfalls auf YouTube, war bis dato nicht wirklich präsent. Das kam alles später und wir haben diese Welle nicht wirklich mitbekommen. Ich als Konsument habe es auch nicht mitbekommen, weil es einfach nicht quasi mein Zeitalter war. Ich war nur noch zu jung für das ganze Internet. Deswegen starten wir uns die Zeitmaschine von Trunks Reisen in der Zeit zurück und schauen uns ein paar alte Naruto-Theorien an, die absolut abgefahren sind. Und Leute, wenn eine dabei ist, die euch an früher erinnert oder die ihr wirklich gar nicht glauben könnt, dass die Leute das damals geglaubt haben, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr stark supporten. Und ich würde sagen, damit fangen wir an mit den kranken Naruto-Theorien, die damals im Netz kursiert sind. Okay, bevor wir die alte Generation bashen und uns darüber lustig machen, was die Leute damals gedacht haben, will ich aber nochmal auf uns zu sprechen kommen, und zwar auf die aktuelle Generation, auf die etwas jüngeren und vielleicht auch älteren, denn wir sind nicht ganz unschuldig. Wir sind nicht ganz unschuldig. Ich glaube, die meisten oder viele Theorien, die ich hier ansprechen werde, werden viele zum Lachen bringen und zum Schmunzeln bringen und vielleicht auch zum Nachdenken bringen. Aber ich möchte kurz nochmal zum Boruto-Fandom kommen und dazu kommen, dass wir auch nicht ganz sauber sind. Nochmal ganz kurz, bevor wir hier richtig in die Materie gehen. Ihr könnt diesen Part gerne skippen, wenn ihr möchtet, denn ich werde jetzt ein paar Minuten über Boruto reden. Wenn ihr aber nur das Naruto-Zeug hören wollt zu den alten Theorien, dann könnt ihr zu der Minute vorspulen, die ich euch jetzt einblenden werde. Also, ich muss sagen, dass ich mich teilweise da schon ein wenig rausnehmen kann, aber nicht ganz. Und zwar fangen wir bei Boruto an. Die Sache ist die, als Boruto rauskam, war natürlich ein ganz, ganz großer Plot da mit Naruto und Kawaki. Das ist die Driving Force gewesen von Boruto. Es ist so der Moment gewesen, der wirklich viele Naruto und dann auch Boruto-Fans, je nachdem, am Ball blieben ließ. Dass wir herausfinden wollten, wo Naruto ist, wo Kawaki ist und. Dann kam irgendwann der Boruto-Anime und der Boruto-Anime hat nicht bei der Schulenprüfung begonnen, sondern bei der quasi in Klammern Grundschule, also Ninja-Schule. Und da hatte ich, glaube ich, die schlimmste Boruto-Phase, weil Folge 1, 2 und 3 war wirklich ein harter, harter Kampf gegen die Community. Und zwar, alle haben Kawaki gesehen, alle waren gehypt wegen Kawaki, ist natürlich verständlich. Und dann haben wir Leute wie Denki gesehen und wie Iwabe gesehen. Und dann ging es los. Und zu dem Zeitpunkt waren viele Theorien sogar echt wirklich ernst gemeint, dass viele wirklich der Ansicht waren, hey, Denki muss Kawaki sein, weil er ein Freund ist von Boruto, weil er den dunklen Pfad geht und. Und das war schon echt okay, und da gab es echt noch Leute, die gesagt haben, dass Iwabe Kawaki sein könnte, aus dem Grund, weil Iwabe mit dem Stab kämpft, weil Iwabe ein ähnliches Design hat und weil das auch passen würde. Also ihr seht hier schon, dass die Theorien damals sehr merkwürdig waren. Und auch Shinnosuke aus Naruto Gaiden ist höchst interessant. Und zwar, als Naruto Gaiden rauskam, ich habe es damals reviewed. Die Videos dazu sind leider nicht mehr online, aber ich habe es damals reviewed, als es wöchentlich lief. Und da waren die Theorien auch insane, dass sehr, 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 sehr viele dachten, dass Shinnosuke Shisui sei, der alles überlebt hat und jetzt wirklich Rache haben möchte. Und natürlich war das in einer gewissen Hinsicht doch irgendwie in Klammern logisch oder denkbar. Dass Shinnosuke hier einen krassen Draht hatte zu Itachi, also Itachi respektiert, und man hat auch gesehen, dass er komplett entstellt war. Aber das stimmt natürlich im Endeffekt nicht. Und ja, aktuell haben wir auch eine ganz, ganz große Situation mit Kashin Koji. Wir haben wieder in einem Naruto-Werk einen Charakter mit einer Maske, und da ging es auch los mit dem Gedanken, Kashin Koji ist Jiraiya, es gibt keine andere Möglichkeit. Wir wissen es aktuell nicht, aber die Theorie um den Typen sind absolut krank, muss man hier sagen. Aber das wäre es gewesen mit den verrückten Boruto-Theorien. Gehen wir jetzt auf die richtigen, quasi, ja, alten Naruto-Theorien ein.
Okay, ich denke, wenn wir jetzt das ganz, 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 ganz große Tobi-Obito-Thema anschneiden, müssen wir darüber reden, wie die Leute von damals gedacht haben. Weil das ist doch etwas, was ich sehr, sehr oft in den Kommentaren sehe und wo ich mir mal denke, hey Leute, denkt mal zurück und denkt mal darüber nach, wie die Leute früher gedacht haben. Und zwar, wenn man das Thema aufgreift, dass jemand damals gedacht hat, dass Tobi nicht Obito sei, dann sind die Leute von heute immer nach dem Motto, dass die Personen damals ziemlich dumm gewesen sein müssen, dass sie halt dachten, dass Tobi nicht Obito ist. Die Sache ist aber die, natürlich war es sehr offensichtlich, jetzt im Nachhinein betrachtet, und es gab sehr, sehr viele Hinweise darauf. Aber es ist oft in Anime so, dass man nicht an etwas glaubt, bis es wirklich passiert. Und zugegeben, die ganze Tobi-Obito-Geschichte war so fucking offensichtlich, dass damals die wenigsten, oder es gab natürlich auch eine Partei, die dachte, dass es so ist, aber viele dachten, dass es gar nicht sein kann, dass es einfach nicht sein kann, dass Tobi Obito ist. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass Kishimoto das wirklich wahr machen würde. Deswegen sind aus diesem Gedanken heraus so viele abgefahrene Theorien entstanden dazu, wer denn wirklich der Mann hinter der Maske ist. Und ich wollte hier nochmal das Ganze einwerfen, um euch zu verstehen zu geben, warum die Leute damals halt nicht gedacht haben, dass Tobi Obito ist, weil halt alles viel zu offensichtlich war und man sich das einfach nicht vorstellen konnte, dass es wirklich so sein sollte. Ich finde, zu den damaligen Verhältnissen ist es auf jeden Fall verständlich, weil damals hat man halt eben nicht alles gewusst und deswegen finde ich, dass der Gedankengang auf jeden Fall berechtigt war, jedenfalls damals. Bei meiner Recherche bin ich auf ein Forum getroffen, wo jemand geschrieben hatte, dass er nicht möchte, dass Tobi Obito ist, weil Obito ein Uchiha war, der den quasi Kreislauf der Uchiha durchbrochen hat. Jeder Uchiha hat oder ist durch Hass gewachsen. Jeder Uchiha hat diesen Kreislauf der Rache gehabt. Jedenfalls bis dato, man noch nicht alles wusste über die Uchiha, zum Beispiel Itachi und so weiter. Und Obito war derjenige, der wirklich ein Uchiha war, der sehr Naruto-like war, was er im Endeffekt auch war. Aber nur von der Vergangenheitsgeschichte von Obito war Obito ein Uchiha, der eben anders war, der den Kreislauf durchbrochen hat. Und deswegen würde Obito, wenn er nicht zurückkehren würde, eine Art Legendenstatus haben und eine Art Idol werden. Das fand der User damals so schlüssig, dass er sich gedacht hatte, dass Tobi einfach nicht Obito sein kann. Und ich muss wirklich sagen, die Denkweise ist wirklich sehr, sehr gut. Aber dazu muss man auch sagen, dass der Manga von Naruto sehr stark danach strukturiert worden ist, dass Tobi Obito ist. Denn nach dem Part 1, also nach dem Kampf zwischen Naruto und Sasuke, kam der Timeskip. Und abgesehen jetzt von den Anime-Filler-Folgen, war es beim Naruto-Manga so, dass zwischen dem Kampf von Naruto und Sasuke in Part 1 und zu dem Timeskip etwas vorgefallen ist. Und zwar hat man die Vergangenheit gezeigt von Obito, Kakashi und Rin. Das heißt, dass man quasi Part 2 somit aufgebaut hat, weil ganz Naruto Part 2 baut ja auf Obito auf. Denn alle Sachen, die dort passieren, basieren ja darauf, dass Obito eben Akatsuki leitet. Und deswegen hätte man da schon sagen können, okay, es ist ein ziemlich interessanter Timeslot, den Kishimoto hier gewählt hat, um die Obito-Geschichte zu erzählen. Wie gesagt, es war sehr, sehr viel, was darauf hinauslief, dass es halt Obito sein müsste. Aber damals konnte man einfach nicht daran glauben oder viele konnten nicht daran glauben, weil einfach zu viel dafür gesprochen hatte. Deswegen muss ich wirklich sagen, ich finde auch, das ist eine sehr, sehr interessante Historie der ganzen Naruto-Geschichte. Also gut, bevor wir zum Big Bang von dem Video hier kommen, nämlich mit Sasuke und Tobi, kommen wir zu ein paar kleineren Sachen, die sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Und zwar fangen wir natürlich ganz back to the roots an. Und zwar, wo wir Akatsuki so ziemlich noch gar nicht kannten und nur die Silhouetten gesehen haben. Es war eine Zeit, wo ja alles sehr, sehr verrückt war und abgespaced war. Und wir sahen damals Pain. Wir wussten über Pain absolut gar nichts und wir haben Pain auch nicht richtig gesehen. Wir haben nur eine Silhouette gesehen, die ich euch hier einblende. Und anhand dieser Silhouette haben natürlich viele Naruto-Fans Theorien aufgestellt und da kam schon die erste große ins Bild und zwar, dass Naruto der Anführer ist von Akatsuki. Hier war natürlich wieder viel im Spiel von Zeitraumtechniken, dass es der Future Naruto sein soll, der hier der Böse ist von der Organisation Akatsuki. Die Theorie war natürlich total abgespaced, aber es gab noch eine, die ja so ziemlich das gleiche erreicht hat und zwar, dass dieser ominöse Mann von Akatsuki Minato sein sollte, der überlebt hat und jetzt böse ist. Ich meine, die beiden sehen schon ja verschieden aus, muss man hier sagen, aber es ist nur eine Silhouette, man hat damals nur das gesehen und nicht das andere Pain-Design, deswegen kann ich schon verstehen, dass viele Leute gedacht haben, hey, da könnte vielleicht etwas dran sein, da hat man wieder die Thematik mit Star Wars, dass man halt Luke und Darth Vader hat, da hatte man natürlich auch viel, was man verknüpfen konnte und wir hatten auch Leute, die damals schon wirklich Theorien aufgestellt haben, dass quasi Obito wirklich Tobi ist, aber die haben das Ganze ein wenig anders gemacht. Sie haben nicht Obito als quasi Endgame-Gegner dargestellt, sondern sie haben Obito als Spion dargestellt, dass Obito derjenige ist, der bei Akatsuki ist und so vorgeht, böse zu sein, um Informationen von Akatsuki zu bekommen. Und hey, die Leute hatten auch mehr oder weniger recht, denn Itachi war ja auch bei Akatsuki, er war auch eine Art Spion. Er hat zwar keine Informationen weitergegeben, also nicht richtig, aber wir wissen auf jeden Fall, dass er im Endeffekt eine gute Persönlichkeit war. Also hat man hier schon ein bisschen was erraten, was dann Kishimoto mehr oder weniger vorhatte. Ich habe auch tatsächlich viel gesehen über Tobirama und Tobi, dass viele dachten, dass Tobirama Tobi ist. Ich meine, Tobirama, Tobi, Tobirama, Tobi, Tobi, Tobirama. Ihr merkt schon, da könnte vielleicht eine Ähnlichkeit bestehen. Und das klingt zwar
zwar doof, davon auszugehen, nur wegen dem Namen, aber es ist ein Anime und wir wissen alle, dass Mangaka gerne solche Sachen machen. Auch wenn Tobirama Tobi sehr, sehr offensichtlich sein würde. Es würde zu Tobirama passen, wie wir ihn später in Naruto gesehen haben. Wir haben natürlich davor nichts wirklich gesehen, außer das Edo-Tensei von Orochimaru. Aber Tobirama war halt so eine Persönlichkeit, die einen gewissen Hass hatte auf den Uchiha-Clan, aber den auch verstehen konnte. Denn wir erfahren später, dass Tobirama auch quasi Freunde oder Untergebene hatte vom Uchiha-Clan. Das wäre auch so ziemlich interessant gewesen, wenn man diese Richtung gegangen wäre, aber das ist schon echt abgespaced gewesen. Und damit kommen wir zu einer der größten Sachen, und zwar haben wir auch Shisui. Shisui ist ja damals gestorben, hat Itachi sein Auge gegeben und hat sich quasi geopfert, und da gab es auch viele Leute, die natürlich dachten, hey, dass Shisui eventuell Tobi sein könnte und dass Shisui quasi Rache haben möchte, da die Uchiha ausgelöscht worden sind oder sonstiges. Es war zu einem Zeitpunkt, wo noch sehr wenig über Shisui bekannt war, deswegen kann man das schon mehr oder weniger nachvollziehen, und das ist deshalb interessant, weil man halt Shisui hatte, der keine Augen hatte, da hätte man halt sagen können, dass er eben das Auge von Obito geholt hätte. Also ihr merkt schon, das ist sehr, sehr krass an den Haaren herbeigezogen, aber ich finde es dennoch sehr, sehr interessant, dass man diesen Gedanken so aufgenommen hat, und später, weil Naruto Gain, wie ich auch schon im Video gesagt habe, kam es auch dazu, dass man halt wieder Shisui verdächtigt hat, dass er derjenige sein könnte, der, wie gesagt, hinter der Maske steckt. Also das sind so ein paar kleine Sachen gewesen zu der ganzen Identität, obwohl ich hier auch sagen muss, dass viele Leute gesagt haben, dass Tobi eventuell auch ein Future Naruto sein könnte, der böse geworden sein könnte, und das ist gar nicht mal so abwegig gewesen im Nachhinein, also die Theorie an sich schon, aber was man dann später bekommen hat, und zwar Obito ist ja nicht mehr als wirklich Naruto und böse. Obito zeigt, was aus Naruto geworden wäre, wenn er den anderen Pfad verfolgt werde. Diese ganzen Gespräche zwischen Obito und Naruto in Naruto zeigen genau das, und wir haben sogar Menma aus Naruto Road to Ninja, da haben wir auch quasi eine böse Version von Naruto gesehen, also kann man schon sehen, dass das Konzept hier ein wenig bearbeitet worden ist im späteren Verlauf von Naruto, also hier ein lustiger Zufall, muss man sagen. Und damit, Freunde, kommen wir zu der abgefahrensten Theorie, die ich je in Bezug zu Tobi und der Maske gehört habe, und zwar Future Sasuke ist Tobi. Vom Konzept her ist diese Theorie ziemlich interessant, und das hätte damals das ganze Fandom wirklich richtig krass überrascht, weil damit hätte wohl niemand gerechnet, auch wenn es viele Theorien gab. Das hätte auf jeden Fall sehr viel überrascht, aber zugegeben muss man, um das Szenario wirklich zu erstellen, sehr, sehr viel im Vorfeld ändern und muss sehr, sehr viel anpassen, damit das Ganze wirklich möglich ist. Also, bis zum richtigen Ende von Naruto hat man nicht richtig gewusst, okay, was wird Sasuke jetzt für ein Ziel verfolgen? Man hat damit der Revolution gesehen, was er wirklich wollte, und das Gespräch mit Hashirama hat ihm auch nochmal wirklich sehr, sehr stark geholfen. Diese Theorie spielt zu einem Zeitpunkt, wo wir noch ganz, ganz viel zu Sasuke nicht wussten. Wann genau, weiß ich leider auch nicht, aber wie gesagt, wussten ein wenig über Sasuke, wie Sasuke aktuell denkt und was er momentan für Ziele verfolgt. Zu dem Thema gab es mehrere Stränge, wie das Leute verknüpft haben, wie man diese Theorie wahr werden lassen könnte, aber eine der bekanntesten war die, dass man sagt, dass der zukünftige Kampf von Naruto und Sasuke, der letzte Kampf, stattfindet, und Naruto natürlich oft in Naruto gesagt hat, dass er Sasuke nicht umbringen kann, er kann seinen Freund nicht umbringen, und auf diese These, auf diese Aussage hat man sich gestützt, und zwar, man hat gesagt, hey, Naruto kann gegen Sasuke nicht gewinnen, weil er ihn nicht töten kann, und hier wurde der Vorschlag gemacht, dass man ein Versiegelungsjutsu mit reinpackt und die böse Seite, die hasserfüllte, die rachsüchtige Seite von Sasuke versiegelt. Damit hätte man den alten Sasuke wieder und quasi ein Happy End, obwohl ich hier nochmal einhaken müsste, weil um ehrlich zu sein, jetzt im Nachhinein betrachtet, wäre das schon ein ziemlich cheesy Ending gewesen, weil Sasukes Charakter somit ultra leicht gelöst wäre, würde man einfach sagen, hey, Sasuke ist wieder gut, und ja, das war's so ziemlich. Aber mal abgesehen von dem Fakt, man hätte gesagt, dass Sasukes böse Seite versiegelt worden ist, ähnlich wie zum Beispiel der graue Buu und der normale Buu, also Fett Buu. Hat man auch gesehen, dass die böse Seite sich von ihm gespalten hat, weil er so sauer war, sowas in der Art hat man sich vorgestellt. Dann hätte man von da an sehr viele Möglichkeiten, dass man halt diesen Sasuke-Geist in die Vergangenheit schickt, durch eine andere Art von Person, die dazukommen könnte, wie zum Beispiel Kurosetsu, der zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wichtig war, aber sowas in der Art hätte man machen können, und damit hätte man die Geschichte von Madara neu aufstören können und sagen können, hey, dieser Mann in der Maske, das ist Sasuke. Man hätte da auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, das zu verpacken, und der Reveal wäre auch sehr, sehr krass gewesen. Es gab auch damals Leaks, also angebliche Leaks, dass gesagt worden ist, dass Sasuke mit seinen Rinnegan-Fähigkeiten die Zeit verlangsamen könnte. Und da hat man damals im Fan darüber gesprochen, dass es halt notwendig wäre, damit er mit dem Kyuubi-Modus von Naruto mithalten kann, weil er sehr, sehr schnell ist. Und da hat man gesagt, hey, vielleicht kann er sogar noch mehr und vielleicht kann er in der Zeit zurückreisen. Und da kam auch nochmal ganz, ganz viel dazu, zu dem ganzen Thema. Future Sasuke ist der Mann hinter der Maske. Sasuke ist der große Gegner am Ende, der große Reveal, der große Hass von Sasuke wurde hier nochmal symbolisiert. Dazu muss man auch sagen, es gab was Interessantes mit der Madara Connection, und zwar am Anfang von Naruto Shippuden, also nur von Naruto Shippuden, weil der Part 2 von Naruto Manga ist
etwas anders angefangen. Auf jeden Fall, beim Naruto-Manga war es damals so, dass wir gesehen hatten, dass Sasuke auf Naruto getroffen ist. Und Sasuke hat es dann in das Innere von Naruto geschafft und hat mit dem Kyuubi Kurama interagiert. Und Kurama hat gesagt, dass sein Chakra sehr ähnlich ist wie das von Madara. Später erfahren wir, das lag daran, weil Sasuke und Naruto die Reinkarnation von Ashura Indra und Hashirama und Madara sind. Das wussten wir aber damals noch nicht. Deswegen hat man hier gesagt, hey, vielleicht sind Sasuke und Madara wirklich die gleiche Person mit der ganzen Versiegelungsgeschichte. Das war auch zu dem Zeitpunkt, wo wir noch gar nichts über Madara wussten, weil über Madara wussten wir sehr, sehr, sehr lange nicht, bis wir halt den großen Reveal gehabt hatten. Und man muss wirklich sagen, im Endeffekt hat die Theorie natürlich nicht gestimmt, wie ihr als Naruto-Fans wissen solltet. Spaß beiseite. Also wir wissen natürlich, dass aber Tobi die Augen hatte, das Rinnegan und das Sharingan. Und das Lustige ist hier, dass man Sasuke am Ende sieht mit einem Rinnegan auf der linken Seite und einem Sharingan auf der rechten Seite, was eben zu dieser ganzen großen Tobi-Theorie halt gepasst hat. Also hat es wirklich im Endeffekt so ein wenig gestimmt. Nein, natürlich nicht, aber es war halt, wie gesagt, eine coole Anlehnung, wenn Kishimoto das bedacht hat. Ist natürlich hier schwer zu betrachten. Ich muss sagen, diese ganze Sasuke-Thematik ist sehr, sehr schwer umzusetzen, aber es wäre tatsächlich etwas gewesen, was ziemlich krass umsetzbar gewesen wäre. Also es hätte auf jeden Fall sehr viel mit in die Serie reinbringen können und die Theorie ist noch nicht gestorben, denn Boruto geht weiter. Und lasst mich das so sagen, ich denke, in Boruto herrscht durchaus die Möglichkeit, dass eine Zeitreise stattfinden könnte, dass Boruto oder Kawaki Zeitreisende sein könnten im späteren Verlauf, je nachdem wie das Ganze sich auswirken wird. Ich denke, so ein Plot ist noch nicht ganz abgeschrieben, deswegen eventuell bekommen wir wirklich irgendwann durch ein Dojo zu eine Zeitreise in Boruto. Wissen es aktuell nicht, aber ja, wäre auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Die Sasuke-Theorie ist, wie gesagt, etwas sehr, sehr groß gewesen im Fandom und ich finde es einfach interessant, dass so viele Leute daran geglaubt haben, dass es eventuell so oder eine Art sein könnte. Ja Leute, das wäre es auch mal wieder gewesen von den Naruto-Theorien. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Trip in die Vergangenheit liefern und ein bisschen darüber reden, wie Naruto-Fans damals geredet haben und gedacht haben, weil ich finde, dieses Thema an sich ist wirklich sehr interessant und ich dachte mir mal, ich gehe mal ein bisschen darüber hinaus, als einfach nur eine Theorie zu machen, sondern einfach mal darüber zu sprechen, was die Leute früher gedacht haben. Ich würde mich bei dem Thema auf jeden Fall über zwei Sachen extrem freuen. Natürlich einen Daumen nach oben bei dem Video, um mich zu supporten. Aber mich würde auch interessieren, was ihr so für Gedanken hattet, falls ihr ein bisschen älter seid. Was habt ihr damals gedacht, als ihr Naruto Eren geschaut habt? Was für eine Theorie hattet ihr damals im Kopf, wie der Plot wirklich weiter voranschreiten könnte? Und ich möchte auch nochmal hier kurz ein Special Thanks ausdrücken, ein kleines Dankeschön, und zwar an Fruity erstmal. Ich habe nämlich mal wieder seine Armvorkünste benutzt am Anfang des Videos, um das Video ein bisschen aufzulockern. Darüber hinaus hat mir Barker Kritik auch ein bisschen bei der Recherche geholfen, also auch ein YouTuber, der wirklich sehr guten Content macht. Und zu guter Letzt habe ich noch den Naruto Podcast, und zwar auf einem anderen Kanal haben ich und ein paar andere YouTuber vier Teile gemacht zu dem Werk Naruto, und zwar haben wir das ganze Werk Naruto besprochen und es war ein wirklich krasses Projekt, muss ich sagen. Deswegen, alle Links zu den erwähnten Leuten findet ihr in der Videobeschreibung. Ich werde wahrscheinlich den Naruto-Podcast-Link ganz nach oben packen, deswegen schaut da auf jeden Fall vorbei, würde mich sehr, sehr stark freuen. Damit bin ich raus, wünsche noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein!